Hallo und herzlich willkommen im Faszien-Channel. Heute geht es um das Thema Kopfschmerzen und woher die kommen. Kopfschmerz ist so eine typische Volkskrankheit und wir hatten schon über den Nackenschmerz mal geredet in einem früheren Video. Heute wollen wir mal über diese Menschen, die ständig unter Strom stehen, reden. Ja, ein Charakteristikum von Menschen, die unter Strom stehen, ist, dass sie die Schultern hochheben. Ja, wenn man die Schultern immer hochhebt, dann ist hier immer alles verkrampft. Und das führt letztendlich dann hier hoch zu Schmerzen, die bis in den Schädel ausstrahlen. Und es verkrampft sich dann alles, tut alles weh. Heute wollen wir euch erstens mal ein paar Methoden zeigen, was der Therapeut da machen kann. Vielleicht auch eine Methode, die ihr noch gar nicht kennt. Und zweitens wollen wir dann eben entsprechend euch mal ein paar Übungen zeigen, was ihr zu Hause machen könnt. Und natürlich in erster Linie erstmal sich bewusst werden, wann spanne ich eigentlich immer die Schultern an. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man auch locker lassen. Darum geht es im Prinzip im heutigen Video. Viel Spaß dabei. Was ist jetzt das Problem bei Menschen, die viel Stress haben und immer die Schultern hochziehen? Was wollen wir dort machen? Dreh dich einmal zur Seite bitte. Es geht also tatsächlich darum, diesen Bereich hier oben, ja, vom Kopfansatz runter zu den Schultern und dann eben diesen Trapezregion. Dreh dich einmal nach da, Richtung Kamera nochmal. Also wirklich dieses, ja, den Sallo, wenn man so will, ne? Das Viereck abzuarbeiten. Fokus liegt natürlich auf diesem Bereich, weil das macht hier oben dann die Schmerzen im Kopf, diesen fiesen Spannungskopfschmerz. Deswegen werden wir den Fokus der heutigen Behandlung mal exemplarisch auf die obere Trapezregion hier legen. Ja, also das, was hier oben ist, also genau genommen den absteigenden Trapezius. Und da werde ich euch was zeigen, was wir da heute technisch machen. Wir haben jetzt hier das Beispiel, dass die Schultermuskulatur angespannt ist. Wir wollen sie jetzt entspannen. Das heißt, ich halte hier einfach mal den Kopf gegen, damit der Patient nicht mehr gegenhalten muss. Und gehe jetzt im Prinzip einfach hier ins Gewebe. Und genauso wie bei allen anderen Release-Techniken gehe ich jetzt einfach die entspannte Muskulatur ab. Und bleibe im Prinzip auf der üblichen Tiefe. Und da kommen wir jetzt wieder an Punkte, die so ein bisschen neuralgisch sind, ne? Ja. Merkst du auch? Ja. Ich muss jetzt einmal umgreifen. In diesem Bereich hier sind ordentliche Verklebung zu spüren. Da sind auch schmerzhafte Punkte bei gewesen. Ne? Ja. Das heißt, wir werden jetzt gleich nochmal eine andere Technik euch zeigen, die diese Punkte speziell bearbeitet. In einer Behandlung würde ich jetzt 2 bis 3 Mal den kompletten Weg von oben nach unten hier abarbeiten, um letztendlich am Ende hier eine möglichst große Länge zu generieren und die Spannung dort rauszunehmen. Ein sehr altes Verfahren, was unter anderem in China heute noch angewandt wird und auch im osteuropäischen, speziell im russischen, ist das Schröpfen. Eine Methode, die ist Jahrtausende alt und wurde auf verschiedensten Kontinenten mit verschiedensten Mitteln schon praktiziert. Hier ist sie sehr vereinfacht für die moderne Welt angepasst. Ich habe also eine Pumpe und ein Plastikglas in diesem Fall, was sich dann auch desinfizieren lässt. Und dann sauge ich einfach die Luft ab und erzeuge ein Vakuum, sodass das Glas dann eben entsprechend drauf bleibt. Was bezwecke ich damit? Werden wir gleich einmal zeigen, ein Easy. Und diese Gläser setze ich jetzt im Prinzip auf und sorge für eine Entspannung. Ich setze jetzt bei meiner Klientin das Schröpfglas genau an den Punkt, wo der größte Schmerz ist. Und das ist hier die Stelle, ja? Ja. Das heißt, ich setze den jetzt dort auf und ziehe das Schröpfglas an. Man sieht auch sofort, dass es zusammengezogen wird. Was macht das Schröpfen eigentlich? Sieht sehr abenteuerlich aus, sieht wesentlich schlimmer aus, als es ist. Was passiert jetzt im Körper? Im Prinzip ist es die Hauptwirkung so, dass wir hier den Muskel am Muskel ziehen. Das heißt, die Reaktion des Muskels, wenn man an ihm zieht, passiv von außen,
ist, dass der Muskel nachlässt. Das merkt man. Die bleiben jetzt 8 bis 10 Minuten drauf. Und in dieser Zeit entspannt sich der Muskel. In einer echten Behandlung würde ich natürlich noch weitere Gläser setzen, zum Beispiel in dem weiteren Trapeziusverlauf. Hier, um die Wirkung nochmal zu verstärken. Und natürlich nach unten. Neben der Wirkung auf die Muskulatur haben wir auch eben eine Wirkung, dass die Durchblutung erhöht wird. Das sieht man daran, dass es schon ordentlich rot wird. Und kannst du auch schon spüren, dass es warm wird oder kannst du das noch nicht wahrnehmen? Doch, es wird schon leicht warm, okay. Zumindest beim ersten. Ja, bei dem, ne? Das ist ja auch am längsten drauf, genau. Und da ist tatsächlich so, die Durchblutung wird jetzt dadurch natürlich durch den Unterdruck gefördert. Und man sieht es hier auch, da passiert einiges im Gewebe. Und wie gesagt, es sieht abenteuerlich aus. Wie ist es vom Schmerzcharakter her? Es geht, es zieht, aber es lässt ja mit der Zeit nach. Genau, also es ist auszuhalten, ne? Ja. Also es sieht tatsächlich abenteuerlicher aus, als es ist. Ja, die dritte Wirkung ist im Prinzip, es wird tatsächlich hinterher blaue Flecken geben. Ja. Es wird also ein blauer Fleck produziert. Blauer Fleck heißt ja nun erstmal für den Körper eine Verletzung. Das heißt, das Immunsystem kommt und räumt dort einmal auf. Und solange das Immunsystem da ist, sprich, das Immunsystem ist so lange da, wie der blaue Fleck da ist. Ein blauer Fleck bleibt 1-2 Wochen. Und so lange arbeitet der Körper eben auch weiter an diesen Stellen. Unsere Gläser bleiben jetzt 8 bis 10 Minuten drauf und wir werden euch jetzt die Zeit mal abkürzen und mal schauen, wie es danach ausschaut. Ja, die Schrubbgläser sind jetzt ungefähr 8 bis 10 Minuten drauf. Es hat sich einiges verändert. Easy, was hat sich bei dir verändert vom Gefühl her? Erzähl mal. Es ist nicht mehr ganz so unangenehm. Mhm. Und es ist warm geworden. Ja. Ja. Und ich habe das Gefühl, als wären 2 von 3 Schröpfgläsern nicht mehr drauf. Okay, also die sind quasi schon komplett fertig mehr oder mehr. Okay, jetzt werden wir die Gläser einmal abnehmen. Ne? Wir ziehen die hier einfach runter und nehmen das raus. Wie fühlt es sich jetzt an, wo die Gläser runter sind? Noch viel entspannter. Ja, also du merkst also deutlichen Unterschied in der Entspannung, ja? Ja. Klasse. Also da ist auf jeden Fall was man... Wir haben vorher mit einer Muskel-Release-Technik gearbeitet. Wir haben dann nochmal flächiger auch mit den Schröpfgläsern gearbeitet. Hier ist tatsächlich einiges passiert. Es hat eine Rötung gegeben. Ne? Das ist jetzt nicht extrem so, aber es wird vermutlich einen blauen Fleck geben in diesen Bereichen. So. Und das arbeitet. Ja? Man kann hier noch eine leichte Schwellung sehen, dass da eben tatsächlich ein bisschen mehr passiert ist, also da ein bisschen mehr los ist. Ja, das ist im Prinzip das, was das Schröpfen ist. Jetzt die Frage, was könnt ihr zu Hause tun, um Nackenschmerzen oder vielmehr auch Kopfschmerzen, die von der Schulter aus hochstrahlen, was könnt ihr dort tun? Und da werden wir euch jetzt gleich eine super Übung zeigen. Was könnt ihr jetzt tun, um diesen Bereich hier frei zu bekommen? Also, wir haben jetzt ja mal in unserem Beispiel hier die rechtsseitigen ausgelösten Kopfschmerz. Das heißt, ihr geht bei und nehmt den Arm möglichst dicht am Körper, klappt hier die Hand so ein und greift jetzt mit dem gegenüberliegenden Arm dort rüber und zieht das hier in die Länge. Ihr seht hier richtig, wie dieser Bereich jetzt aufgedehnt wird. Ja, das heißt, wir wollen jetzt im Prinzip diesen Strang, der ja dann hochgeht und den Kopfschmerz auch macht, möglichst ordentlich lang bekommen. Auch hier wieder die Dehnung so anlegen, dass ihr so einen 6 bis 8er Zugschmerz habt und im Idealfall so lange halten, bis er sich halbiert hat. Das heißt, dass ihr so bei ungefähr 4 in dem Bereich liegt. Dann darfst du mal langsam wieder rauskommen aus der Übung, den Arm auch wieder locker lassen. Und ruhig mal den Kopf ein bisschen durchbewegen und mal reinspüren, wie sich das für die ganze Region hier hinten so anfühlt. Beweglich. Beweglich, okay. Ja. Sehr gut. Also das Schröpfen gemeinsam mit den Dehnübungen hat natürlich jetzt eine ganze Menge Beweglichkeit gebracht. Was jetzt auch noch wichtig ist,
wir sprechen ja hier, wenn es um Kopfschmerz geht, der wirklich so über den Schädel rüber geht, über die hintere Faszienkette. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die jetzt natürlich auch in diesem Bereich nochmal zusätzlich auch ein bisschen aufdehnen, damit da ein bisschen Länge reinkommt. Und dazu nehmt ihr euer Kinn und legt es einmal auf die Brust und rollt euch so ein bisschen ein bis ungefähr hier hin. Und ich weiß nicht, ob du das merken kannst, in der Regel geht jetzt der Zugschmerz von hier oben bis zu deiner anderen Hand. Bis ungefähr zur Hand, ne? So in dem Bereich. Und das ist natürlich auch der neuralgische Punkt, wo dann im Prinzip hier oben ja, zu viel Zug drauf ist und das bis in den Kopf eben ausstrahlt, bis in die Kopfmuskulatur, die sich dahin überträgt, diese Energie. Und das Spannende ist, das ist meistens in dem Bereich am Anfang schon recht schmerzhaft, aber es lässt relativ zügig nach. Wie schaut das aus? Sehe ich auch so. Ja, merkst du schon, ja? Ist weniger. Ja. Wo bist denn du jetzt? Bei welcher Skala? Also bei Punkt? Drei. Drei schon, perfekt. Ja. Ja, dann darfst du wieder rauskommen. Natürlich macht ihr auf beiden Seiten diese Übung, das ist klar. Also sowohl rechts die Dehnung als auch links die Dehnung plus eben diese. Wir haben das exemplarisch jetzt mal nur rechts gezeigt. Aber wenn ihr das sozusagen abarbeitet, dann wird es sich auch hier oben deutlich entspannt anfühlen. Und da ja diese Kette sich in die Kopfmuskulatur fortsetzt, ist es exorbitant wichtig, diesen Bereich zu lockern, sowohl in der Behandlung als auch zu Hause bei den Eigenübungen, damit ihr dann den Erfolg habt, dass die Kopfschmerzen weniger wird. Das war das Thema heute, Kopfschmerz. Wichtig bei der Behandlung als auch für die Selbsthilfeübung zu Hause, die hintere Linie abarbeiten. Ja, das heißt, diese ganze Schulter-Nacken-Region frei zu machen, weil das ist sozusagen der Auslöser, der sich dann überträgt auf die Kopfmuskulatur, die diese haubenförmigen Kopfschmerzen macht. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst gerne ein Like da oder abonniert den Kanal. Wir freuen uns, wenn immer mehr Menschen zuschauen.